Nee, Freunde, ich will aber das Video angucken hier. Playlegend.exe. Das ist ein Trailer zu den Neuerungen, was der Legend-Server jetzt in den letzten 2 Monaten alles Neues hinzugefügt hat. G-Time schickt mir auch immer auf Discord privat so ein paar Sachen, was dann neu ist. Und das jetzt alles in dem Video und Ankündigung. Und auch nächste Woche, das heißt dieses Wochenende, ist, glaube ich, auch der Founder-Test, wo man wieder zocken kann und so probieren kann und so. Da habe ich Bock drauf und wir gucken uns jetzt die Neuerungen an. Das ist nämlich cool. Das will ich geil. Der Server wird geil. Ich hab Bock auf den Release. Das gucken wir uns jetzt an, falls ihr das noch nicht gesehen habt, Chat. Da hab ich Bock. Das hier ist Trailer und alles. Das ist so gut. Die haben auch so viele neue Maps gebaut und so. Das ist geisteskrank. Das ist so geil. Ja, es ist 18-Minuten-Video. Aber es wird halt viel erklärt, ne? Das ist halt das Geile daran. Guck mal, jetzt kommen die ganzen Modi Bad Wars. Wir haben ja auch alle schon im Beta-Test gespielt, ne? Im Founder-Test damals. Aber es ist dieses Wochenende nochmal ein neuer Founder-Test. Das ist geil. Guck mal, das sind die ganzen Bad Wars-Maps. Skywars-Maps. Das ist so geil. Das Geilste an dem Ganzen ist, dass ich einfach einen Creator-Code habe. Das heißt, wenn ihr euch das Founder-Pack holt und ihr Creator-Code Fabo eingibt, dann supportet ihr mich, das ist krass. Das ist ehrlich krass. Nö, Get Down. Aber die Modi kennt ihr ja schon alle, ne? Die kennt ihr ja schon alle. Ich bin wirklich am Hype, also am meisten freue ich mich auf den Modi hier gleich. Kommt er jetzt? Nee, Hide and Seek nicht. Guck mal, hier. Auf Skyzone. Kommt gleich, glaube ich. Hier. Skyzone, glaube ich, wird der geilste Modi. Weil das so Battle Royale Minecraft ist und das ist cool. Aber da kommen ja auch noch neue Modi, nachdem der Server released ist. Das wird auch alles im Video gesagt. Wir gucken es jetzt einfach an. Komm. Das wird geil, oh. Guck mal, habt ihr die Grafiken gesehen? Das ist alles schon neu gemacht. Das sieht jetzt alles besser aus. Das ist so krass. Guck mal, einfach Skywars. Ne, es war Bad Wars. Na, sorry. Ich hab so Bock, den Founder-Test zu zocken. Ich bin off-editor, das bist du. Boah, das sind. Ich finde auch die Maps sehen wirklich geil aus. Ja, wie viel Gameplay ist da? Es gibt ein bisschen, wir kennen alle Skywars. Ich will G-Time reden hören. Guck mal, das war so der Gameplay-Trailer und so. Wir kennen schon alle Modi, wir haben auch schon Founder-Test gezockt und so. Aber es geht jetzt um die neueren Infos und die kommen jetzt. Das war nur so ein Trailer. Was für ein geisteskranker Auftakt und damit herzlich willkommen, meine Lieben. Ich habe heute einiges für euch im Petto. Deshalb würde ich auch sagen, lasst uns direkt mit der Show beginnen. Zuallererst geht ein riesen Dankeschön an die mittlerweile fast 2000 Founder-Packs. Das ist so krass. 2000 Founder einfach. Die mit ihrem massiven Support das Netzwerk extrem pushen. Leute, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ich weiß, dass viele von euch sehnsüchtig auf die Ankündigung eines Release-Datums des Netzwerks warten. Horst Champ, und es gibt actually eine kleine Ankündigung. Leider kann ich euch heute noch immer keinen Termin nennen, Leute. Spaß doch nicht. Doch, hört zu. Allerdings möchte ich an dieser Stelle mit großer Vorsicht sagen, Leute, guck, dass ein Release im Dezember sehr, sehr wahrscheinlich ist. Dieser hängt allerdings nur noch von einem Faktor ab. Ihr müsst euch vorstellen, es ist gerade der 3.10. Es könnte rein theoretisch am 3.12. in 2 Monaten soweit sein, dass das... Okay, wahrscheinlich erst Ende vom Monat. Aber Digga, wie krank. Entwicklungstechnisch haben wir nahezu alle Features, die für den Release benötigt werden. Entwicklungstechnisch sind die fast fertig. Es geht halt jetzt nur noch darum, Founder-Tests zu machen und zu testen und zu gucken, dass die Modi halt mit vielen Spielern und so nicht laggen. Der Server nicht laggt. Das ist das Einzige, was noch fehlt quasi. Mittlerweile fertig. Das ist krass. Was jetzt noch fehlt, sind die Tests. Um zu gewährleisten, G-Time nachreden, ich lasse es nicht laufen. Reibungslos wie nur möglich läuft, komm, bedarf es einfach sehr vieler Tests. Aus diesem Anlass möchten das Team und ich alle Founder-Pack-Besitzer da draußen zum nächsten großen Founder-Test
vom 7. Oktober 18 Uhr bis 9. Oktober. Ja, das ist dieses Wochenende. Mal einladen. Denn umso voller wir den Server bekommen, desto besser. Ich glaube, wir werden es geht wieder Freitagabend los, ne? Ich glaube, wir werden Freitag und Sonntag ein bisschen zocken, Founder-Test. Da können wir schauen, wie sich unser System unter Last verhält. Und wenn bei diesem Test alles wirklich gut funktioniert. Das dritte Comeback wird's. Es wird actually jetzt das Comeback, okay? Wagen wir den nächsten Schritt mit einem gigantischen Founder-Test, an dem auch Trimax teilnehmen wird. Denn sobald unser Netzwerk. Warte, was? Bei diesem Test alles wirklich gut funktioniert, wagen wir den nächsten Schritt mit einem gigantischen Founder-Test, an dem auch Trimax teilnehmen wird. Denn so. Ach so, Max, macht Max bei diesem Wochenende schon mit? Ich dachte, der macht dieses Wochenende schon mit. Bald unser Netzwerk ohne Probleme eine riesige Anzahl an Spieler aushält, können wir euch auch einen garantierten und reibungslosen Release aus technischer Sicht versichern. Wir möchten euch auch nochmal daran erinnern, dass ihr wichtigen Infos rund um das Netzwerk auf unserer Homepage www.playlegend.net findet. Ja, da seht ihr alles. Genauso findet ihr dort auch die Stellenausschreibung für jegliche Bereiche. Seit kurzem bieten wir sogar unseren zahlreichen Unterstützer Minijobs im Bereich der Entwicklung an, die inzwischen sogar auf ganze 15 Entwickler angestiegen ist. Unter der IP event.playlegend.net findet ihr unser Bauevent, das auf der Version 1.19.2 läuft, falls ihr euch für unser sehr talentiertes und zielstrebiges Bauteam bewerben möchtet. Vielen Dank auch nochmal. Ich würde mir so eine Schemettiger reinknallen und irgendwas bauen. Die zahlreichen. Spaß macht das nicht. Bewerber, die sich bisher schon die Mühe gemacht haben, vorzubauen. Guck mal, was die da bauen, Alter. Mit dem Erreichen der 1000 Founder Packs wurde auch schon das nächste Founder Goal erreicht, das 25 weitere Dropper Karten zum Release von The Dropper verspricht. Als Dank für euer großes Vertrauen haben wir beschlossen, nicht nur ganze 25 Dropper-Karten zu liefern, sondern 50. Einfach 50 Dropper-Karten, es wird geisteskrank. Davon wurden 25 bereits gebaut, die anderen 25 wird es dann zum Start von Season 2 geben. Wichtig zu erwähnen ist, dass alle neuen Karten mit der neuen Bauhöhe entworfen wurden. Es gibt mehrere und Stages, teilweise glaube. Mehrere Stages besitzen. Das bedeutet, den jucken die Karten, ist schon geil. Erstens, weil es halt viel Aufwand ist, so die zu bauen und es ein cooles Detail ist. Und für Dropper, den Spielmodus, ist es halt krass. App stecken teilweise drei ja, aber bis ich weiß schon, was ihr meint. Ich würde aber sagen, irgendwann reicht es doch. Ja, aber der Dropper-Modus wäre ja scheiße, wenn es nur 40 Karten geben würde und dann hättest du ja innerhalb von einer Stunde spielen alle durch. Das ist ja langweilig. Ganze selbst an. Viel Spaß. Guck mal, das sind die ganzen Dropper-Maps. Guck mal, wie krass die aussehen. Also, ich bin ehrlich, die sind krass. Aber ich habe ein bisschen Kopfschmerzen bekommen beim Gucken, weil sich alles immer so dreht. Hey, Crew! Was eine Karre! Seit dem Video habe ich 5 Stunden Dropper geübt. Ja, aber die Dropper kannst du ja nicht mit so Dropper-Maps vergleichen, oder? Aber das sind auf jeden Fall die Karten und ich finde, das sind echt geile Karten. Ja. Danke, Chat. Für das Gesundheit wünschen. Ja, aber Dropper wird jetzt auch nicht mein Lieblingsmodus sein, aber so zur Abwechslung ist geil. Und ja, aber die Karten sind geisteskrank. Da ist so viel Detail, obwohl man da einfach nur runterfliegt, das finde ich krass. Aber die Map finde ich geisteskrank. So. Zusätzlich zu den neuen Karten für The Dropper haben wir auch in den letzten Wochen unser Netzwerk. Und das, jetzt kommt das Wichtigste, guck mal, es sind jetzt hier diese Grafiken, ne? Und das, finde ich, hat man im letzten Founder-Test, ist es einem aufgefallen, dass die Grafiken und so richtig, also halt, da waren noch gar keine Grafiken drin, dass es halt low aussieht. Und ich finde, so jetzt mit diesen neuen Sachen, die jetzt G-Temp zeigt, sieht es wie krasser aus. Grafisch nochmal. Also viel krasser, guck mal. Das ist das Freundesmenü, wie krass. Denn die meisten unserer GUI. Guck, so sah das davor aus.
S besitzen ein komplett eigenes Design und sollen somit für eine deutlich bessere Übersicht sorgen. Eine Auswahl von über 70 verschiedenen Emotes. Das Klaus-Emote, guckt euch das Emote an. Das ist das Schlimmste von allen. Digga, das wird so reingespammt, wenn ich jemanden runterhaue. Das ist das schlimmste Emote von allen. Euch zukünftig helfen, geil, euren Nachrichten mehr Ausdruck zu verleihen. Und auch in den Pre-Hubs werdet ihr coole Icons, die euer Prestige-Level im aktuellen... Boah, ich werde so das hier rechts unten haben, holy shit. ...Spielmodus widerspiegeln, finden. Diese bieten einen weiteren Anreiz, ordentlich reinzugrinden. Auch unsere Game-Modes wollen wir mit hauseigenen Grafiken versorgen, um so für ein... Guck mal, das hier sieht doch krass aus, wenn du hier die Uhr aufmachst und dann kannst du hier im Spielmodi auswählen. Ich finde es cool. ...eine bessere Übersicht zu sorgen. Das ist sehr cool. Hierfür haben wir auch schon erste Konzepte. Ich fand am Anfang, by the way, das Texture-Pack auch nicht cool, aber ich glaube, das Texture-Pack wird cooler, wenn die ganzen Grafiken drin sind. Worfen. Zukünftig werden wir weiter mit voller Kraft daran arbeiten, den Server bis zum Release so perfekt wie nur möglich zu machen. Und damit kommen wir auch schon direkt zum nächsten wichtigen Punkt, dem Release. Wir haben uns euer zahlreiches Feedback in den Kommentaren der Blogposts oder auch unter da bin ich! Timex-Videos durchgelesen. Der Server wird zum Release die vier bekannten Game-Modes Bad Wars, Sky Wars, Get Down und Hide and Seek besitzen. Ja. Dazu kommen aber auch noch unsere komplett eigens entworfenen Game-Modes Skyzone und Kaktus-Clicker. Wir haben uns speziell für diese Game-Modes entschieden, weil sie ein gutes Paket darstellen, das verschiedenste Spieler anspricht. Auch wenn die vier Game-Modes keine Weltneuheiten sind, haben wir darauf geachtet, unsere eigenen Ideen einzubauen. Aber ja, auch ich finde actually Bad Wars hier cool mit diesem Netherite-Zombie in der Mitte. Das finde ich cool. Behalten und diesen Bossen. The Dropper ist dafür ein perfektes Beispiel. Denn eigentlich ist es unser Ziel und Anspruch, komplett eigene neue Game-Modes zu entwickeln, worauf wir uns ab Release auch voll konzentrieren werden. Es ist aber auch gleichzeitig unser Anspruch, eurem Feedback so viel Aufmerksamkeit wie nur möglich zu schenken. The Dropper war ein großer Wunsch der Community. Digga, er ist und daher haben wir uns entschlossen, dass dieser Modus kurz nach Release des Maps-Podcast erscheinen soll. Dennoch haben wir uns viele Gedanken gemacht, wie wir den Modus auf unsere Art aufbereiten können. Das Ergebnis sind mittlerweile über 125 verschiedene Karten, ein umfangreiches Medaillensystem. Oh, das finde ich sieht geil aus. Verschiedene Schwierigkeitsgrade. Das sieht auch krass aus. Gerade die Anfängern den Einstieg vereinfachen sollen. Und aber ich finde so all in all mit den Grafiken und dem Texture Pack passt es dann doch zusammen. Karten mit mehreren Stages. Kaktus Clicker wird neben Skyzone unser erster großer eigener Game Mode, der euch mit voller Wucht zeigen wird zu. Kaktus Clicker. Kaktus Clicker ist halt so ein Idle Miner Modi, ne? So wie ungefähr so wie bei Gomme halt das Ding, ne? Ich habe vergessen, wie es heißt, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist so ein Grind Modus. Was unser Team imstande ist. Knapp 1,5 Jahre arbeiten wir nun ununterbrochen an diesem Modus, der eine riesen Herausforderung aufgrund seiner Komplexität, Moneymaker, ja, genau, die Idle-Clicker, Tower-Defense und zukünftig noch viele weitere geile Genres. Aber das ist vereint, cool, weil da mehrere Elemente zusammen sind. Ne? Idle, meine Tower-Defense und Farbe so Löwe mit diesen Zombie-Wellen, ist eigentlich schon cool. Neben zahlreichen Skins, die ihr für Türme, Brücken, euer Kaktusfeld, Banner und auch Fabriken erspielen könnt, bietet Kaktus-Clicker ein Spielerlebnis, das wirklich seinesgleichen sucht. Ich denke, Bilder sagen mehr als Worte, daher habe ich hier für euch ein wenig Gameplay im Gepäck. Einfach jetzt Kaktus-Clicker-Gameplay? Guckt euch an. Es ist so geil. Gaming. Aber es ist halt der Start, ne? Ja, ich find's aber schon cool. Das ist ja so ein Grind-Modi. Guck mal, dass du hier auch so Räume freischaltest und so, ist schon geil. Vor allem, das kannst du ja Infinity expandieren und so. Und? Ja, an das muss man sich halt, wie ich, vielleicht ein bisschen gewöhnen, keine Ahnung. Das kommt bestimmt mit der Zeit. Yeah! Ja, aber ich find's echt cool. Digga, das Seelenmax, dass die ganzen Atzen auch so heißen. Ich kann das nicht mehr. Ja, also, da muss man sich reinfuchsen in den Modi, aber ich glaube, es ist geil. Sehr, sehr geil.
Was ich aber noch nicht so verstanden habe, ist mit den Seelen. Guck mal, man hat hier so Seelen, wenn man diese Wellen macht. Und dadurch bekommt man mehr Kakteen? Keine Ahnung. Das habe ich noch nicht so gecheckt. Sind das nicht Reset-Seelen? Ich habe keine Ahnung. Auf eins gemacht? Ich habe keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Ja, wir haben genug Release vom Gameplay Netzwerk gesehen. Erwartet. Ich denke, ihr habt nun einen ziemlich guten Einblick erhalten, was euch zum Release vom Netzwerk erwartet. Doch der Release ist nur ein kurzer Halt auf der Reise, die wir mit euch gemeinsam machen möchten. Boah, ich hab so Bock. Wir arbeiten schon jetzt an Konzepten, Updates und Inhalten, die euch nach Release erwarten. Cactus Clicker wird zum Start von Season 2 ein umfangreiches Update erhalten, das den Tower Defense Part. Man kann Reset und dann mehr Kakteen machen. Verstehe ich nicht. Nochmal mehr ausbauen wird. Durch verschiedene Gegner wie Creeper, Skelette, Hühner, Ziegen, Schildkröten, Frösche und vieles. Ihr merkt schon, einfach Schildkröten greifen deine Kakteen an. Mehr. Weltuntergang. Selbst Bossgegner wie der Wizard, Ender Dragon und Warden sind schon eingeplant. Natürlich. Eigentlich müssen eure Türme auch entsprechend stark sein. Deshalb wird das gesamte Munitionssystem noch einmal überarbeitet. Okay. Und jeder Munitionstyp erhält seinen eigenen Talentbaum, sodass zum Beispiel eure Frostschüsse zukünftig Gegner nicht mehr nur verlangsamen, sondern auch richtig einfrieren und wenn sie getötet werden, gefährliche Eisnadeln verschießen. 2 Monate nach Release wird unser nächster hauseigener Modus erscheinen, Border Battle. Boah, da bin ich überfragt. Border Battle vereint Strategie und Kampf in einem. In einem aus 4 Spieler bestehenden Team ist es eure Aufgabe, das Königreich der 3 anderen Teams den Erdboden gleich zu machen. Ah, das eure ist so, Werkzeuge bieten euch die Möglichkeit. Ja, keine Ahnung, wie das Spiel gerade heißt, was ich meine. Die verschiedenen vorhandenen Ressourcen abzubauen und mit Hilfe von ihnen mächtige Gebäude zu errichten, die euch dabei helfen, euer Königreich wachsen und gedeihen zu lassen. Nee, Empire Strategie irgendwas. Und Kampfeslust sind hier der Schlüssel zum Erfolg. Und nun möchte ich mein Wort an alle Legenden da draußen Age of richten, Empire die oder noch so? Heute keine der Ahnung. Idee des MMORPGs nachtrauern. Das Play-Legend-Netzwerk ist kein reines Minigames-Netzwerk, das stimmt. Sondern soll ein Ort der Kreativität und des Erschaffens werden. Die letzten Minuten haben euch mehr als deutlich gezeigt, dass wir dem Age of Empire, genau. MMORPG das meine ich. Schon viel näher gekommen sind, obwohl wir daran aktuell nichtmals arbeiten. Auch wenn sich unser Plan geändert hat, bedeutet es nicht, dass sich unser Ziel geändert hat. Unser Entwicklerteam ist größer als je zuvor und es kommen... Das ist echt krass, wie viele Entwickler da dahinter sind aktuell, ne? Außerdem gibt es auch so eine... neue talentierte und motivierte Leute dazu. Das Netzwerk bietet euch schon jetzt jede Menge Content und das wird nach Release immer mehr werden. Wir haben euch nicht vergessen, Leute. Neben 2 weiteren Konzepten zu komplett neuartigen Game-Modes wird regelmäßig an der Idee von SkyCraft weitergearbeitet. Hier SkyCraft. An dieser Stelle sei erwähnt, dass alles, was ihr jetzt zu sehen und hören bekommt, noch in einem super, super frühen Stadium ist und sich komplett verändern könnte. SkyCraft bietet die beste Gelegenheit, euch in nicht allzu ferner Zukunft einen Modus zu liefern, der euch bis zum Release des lang ersehnten MMORPGs beschäftigt. Guck mal. Neben ersten Konzepten für Farminseln, die euren Entdecker... Das ist so SkyCraft, das ist so nicht Hypixel Skyblock, aber so in die Richtung, das ist schon geil. ...ist wecken sollen, haben wir uns auch schon sehr viele Gedanken dazu gemacht, was SkyCraft am Ende genau sein soll. Das erste Konzept mal, das der Hauptstadt liefert ein geil. Gutes Bild über das Ausmaß der zum Beispiel zahlreich vorhandenen Das sieht schon alles geil Berufe aus, ne? Und SkyCraft soll definitiv kein typisches Skyblock-Erlebnis bieten. Nehmen wir als Beispiel den Beruf des Ingenieurs, der es euch ermöglicht, ein komplett eigenes Flugschiff zu entwerfen und zu verbessern. Das ist krank. Um so zu immer weiter entfernten Welten zu reisen, die ihre eigenen Ressourcen mit sich bringen, mit denen ihr wiederum neue Ausrüstungen, Werkzeuge und vieles mehr herstellen könnt. Neben den das Berufen halt soll es aber auch zahlreiche PvE-Inhalte geben, die euch auf lange die Inseln Sicht sehen so krass werden. Aus. Zur gegebenen Zeit werdet ihr zu diesem Modus definitiv noch viel mehr erfahren. Keine Sorge. Aber auch hier sind wir wieder auf eure Unterstützung angewiesen. Ja, aber das ist halt noch komplett early, ne? Also bis das rauskommt, wird es noch lange dauern. Schluss möchte ich mich noch einmal aber im Namen des geil, dass wir trotzdem daran arbeiten. Teams für eure und vor allem deine Unterstützung, lieber Trimax, bedanken. Auch wenn ich der Zeitpunkt etwas früh ist, möchte ich zum Schluss noch einmal auf das Thema Seasons zu sprechen kommen.
Der Wechsel einer Season stellt eine große Veränderung für unser Netzwerk dar. Es erwarten euch zahlreiche Updates in vorhandenen Game-Modes, es kommen haufenweise neue Maps, Cosmetics und vieles mehr raus. Das wird geil. Neue Game-Modes werden released und das alles passend zu einem Thema. Um euch davon ein Bild zu machen, wie groß eine neue Season sein wird, Obacht, möchten wir euch schon jetzt einen Einblick geben, was euch zum Start der zweiten Season auf dem Netzwerk erwarten wird und dass sich die Zeit, die wir uns für das Netzwerk genommen haben, gelohnt hat. Ich hoffe, das Showcase hat euch gefallen und jetzt macht euch alle bereit für die letzte Enthüllung. Die letzte Enthüllung, ich fasse es nicht. Wait, was war das gleich nochmal? Ich weiß nicht. Hier gibt's keine FIFA 23 Packs. Ach so, ja, das ist das, die erste Season-Ankündigung, oder? In Chapter 2. Season 2 Anfang, ja. Aber ich weiß nicht, was Stranger Things ist, deswegen bin ich da raus. Keine Ahnung, was das ist. Guck mal, das sind jetzt nochmal ein paar Maps. Kaktus-Kicker-Map ist das. Stranger Things, eine Kindersendung? Ich hab keine Ahnung. Sind wahrscheinlich, die Maps sind wahrscheinlich auch im Stranger Things Style, oder? Ich habe halt gar keine Ahnung, Digga. Ja, ich kenne das nicht, aber ist einfach vorbei jetzt. Das war das, das Video zu Play Legends. Wirklich. No joke, es wird geil. Ich freue mich auf den Beta-Test, auf den Founder-Test jetzt dieses Wochenende. Das wird wahrscheinlich halt, kann sein, dass es wieder laggt und so, aber es ist ja nur zum Testen und so. Aber ich habe Bock. Ich habe Bock auf den Server und ich glaube, der letzte Server wird wirklich geisteskrank. Aber sehr, sehr geiles Video. Ich freue mich so auf den Release. Ich hoffe, das klappt auch bis Dezember und so. Das ist geil. Das ist sehr, sehr geil.